Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markusson. Präsentiert von der Emmy Frey AG, ihrem Autohaus in Zürich Altstetten. Die erste Adresse für Range Rover an der Badener Straße 600 oder auf inautohaus.ch. Your British Car Enthusiasts. Roger gegen Markus, die dritte Ausgabe von dieser Sendung. Wir haben drei Themen. Widmer, Schlumpf und wie geht es weiter? Putin und seine Syrien-Strategie, ist er jetzt da der Gewinner von dem Ganzen? Und Asylzonen in Deutschland sind geplant. Ist das ein Rezept zur Beendigung des Flüchtlingsstoffs? Widmer, Schlumpf, letzte Woche zurückgetreten. Der Abgang ist folgerichtig. Sie haben ja am Montag darüber geredet. Nicht überraschend, aber dann schon die Eloge. So viel Lob hat, glaube ich, seit ich mich mal erinnere, noch kein Bundesrat oder Bundesrätin beim Abgang gehabt. Das muss wehtun bei dir, Markus, oder? Nein, überhaupt nicht. Das zeigt einfach, ich soll sagen, das Widmer-Schlumpf war für sehr viele Leute offensichtlich ein Anti-Blocher gewesen. Und du kannst jetzt einfach davon ausgehen, so viele Leute, die den Blocher nicht gern haben, haben nachher einfach den Widmer-Schlumpf gern gehabt. Nein, ich glaube, es ist umgekehrt. Es ist jemand, der gegen den Widerstand hat müssen ankämpfen, eine Frau, die nicht aufgegeben hat. Mhm. Man sagt immer, Frauen gehen auf, wenn irgendwie etwas Schlimmes passiert. Und sie ist ja verleumdet worden, beschimpft worden, Verräterin ist ja noch das harmloseste gewesen und hat nicht aufgegeben. Sie erinnern mich da ein bisschen an Hillary Clinton. Hat die, was die müssen erleben, was man über sie sagt. Bücher geschrieben, sie ist also verteufelt worden, geht nicht auf, will die Präsidentin werden. Und das finde ich toll. Und die Widmer Schlumpf, wenn wir jetzt ihre Leistungsausweis anschauen, muss man sagen, sie war einfach gut gewesen. Gut, ich sehe das anders, aber ich finde, das ist wie nicht relevant. Das war nicht der Punkt bei dieser Frage. Der wesentliche Punkt bei der Widmer Schlumpf war, dass sie von der falschen Partei abhängig war. Und deshalb war sie faktisch eine dritte Bundesrätin von der SP. Das hat man gemerkt in den letzten 8 Jahren. Und deshalb war sie ein Problem gewesen. Ich habe es auch so geschrieben. Ich finde, wenn die Widmer Schlumpf die beste Bundesrätin war, die wir je gehabt haben, aber das finde ich nicht. Aber das ist nicht das Thema. Auch selbst dann wäre sie ein Problem gewesen für das Land. Wieso denn? Weil sie der Konkordanz widersprochen hat. Na gut, also es ist ein riesen Problem, wenn du einfach eine Partei hast wie die SP, die plötzlich 3 Bundesräte hat. Das geht nicht. Also. Und sie selber, die durchaus eine Bürgerliche war, ist ja gezwungen gewesen, eine Politik zu machen, die sehr oft einfach der SP vor allem gefallen hat. Nein. Das ist ja offensichtlich, wenn du siehst, wie die SP sie jetzt über den grünen Klee lobt. Du merkst ja schon nur, wie ein Löwerat jetzt aussieht. Was für eine unglaubliche Niederlage das ist für den Christian Löwerat, dass jetzt Widmer Schlumpf gegangen ist, das zeigt ja alles. Gut, das ist richtig in dem Sinn, dass einfach die Blockadepolitik, die die SVP immer machen nicht funktioniert hat, weil sie hat das umgesetzt, was notwendig ist, nämlich Anpassung zum Beispiel. Das SVP sagt ja zu allem Nein. Lass mich rasch ausreden. Sie hat das umgesetzt, was wahrscheinlich das Schwierigste war, nämlich Finanzsystem vom schwarzen Listenstatus wieder dort anbringen, wo wir müssen hingehen müssen. Banken sind hinter ihr gestanden, es war nicht nur die SP, es hat Grossbanken, die haben ihren applaudiert und wir haben eine von der grössten Krisen haben wir bewältigt, nämlich die heilige Kuh, Bankgeheimnis vom Eis, sie hat das angebracht und das ist eine Leistung. Das hat nicht immer, perfekt funktioniert, ja. Oder da sind auch Daten nach Amerika geliefert worden, die man vielleicht nicht wollen, aber sie hat die grösste Krise von der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg, nämlich dort, wo es um das UBS gegangen ist, hat sie brillant gemeistert. Und dafür allein hört ihr schon den grossen Applaus. Also gut, die UBS-Krise sehe ich völlig anders. Da sind andere Leute viel wesentlicher gewesen. Am Schluss der Philipp Hildebrand, über den ich übrigens auch nicht so wahnsinnig geschätzt habe. Aber das ist die ganze Krisenbewältigung ist sehr viel stärker von Philipp Hildebrand geprägt worden. Ich weiss es relativ genau, Roger. Ich weiss relativ gute Informanten, die Krise miterlebt haben. Widmer Schlumpf ist einfach dabei gewesen. Aber sie hat es müssen machen mit anderen. Zweitens, wenn du hast gesagt, Finanzplatz. Ich meine, ich finde das keine grosse Leistung, wenn du einfach jede Regel, die die OECD vorschreibt, nachher umsetzt. Nicht. Wo ist da die Fantasie? Nein, Entschuldigung, es ist wirklich keine grosse Leistung. Und ich muss dir auch sagen, bei der Widmer Schlumpf, wie bei anderen Bundesräten auch, du kannst nie richtig bestimmen, wie gross ist jetzt die Leistung, wenn internationaler Druck kommt. Weil der Widmer Schlumpf, und ich habe es vorher gesagt, sie war abhängig von der SP. Die SP hat das Bankgeheimnis immer bekämpft. Zu Recht. Wäre die Widmer Schlumpf eine gewesen, wo das Bankgeheimnis wirklich etwas Gutes gefunden hätte und das hätte wollen verteidigen und trotzdem hätte müssen angehen, aber etwas rausgeholt hätte für die Schweiz, dann würde ich sagen, ja, alles Respekt, Respekt, aber das kann man jetzt nicht beurteilen. Rausgeholt für die Schweiz. Sie hat etwas gemacht, wo sie
wahrscheinlich auch rein von ihrer Gesinnung her gar nicht so schlimm gefunden. Aber sie ist auch rausgekommen. Sie hat sich in diesen Dossier ausgekannt. Und wenn ich das jetzt ich vergleiche, das hat man also wirklich gemerkt. Haben die alle zugestanden, außer jetzt du und vielleicht dann der Kollegin Herliberg. Die hat sich mit diesen Dossier auseinandergesetzt. Wenn ich jetzt schaue, ihren Einsatz und aber auch ihre Wissenskapazität, wenn ich das vergleiche mit anderen Bundesräten, wenn ich jetzt denke an Ueli Maurer, der einfach einen Skandal nach dem anderen produziert hat im VBS. Er, der ja mal gesagt hat, wir wollen die beste Armee haben der Welt. Das ist etwa so, wie wenn der Trainer von San Marino sagt, wir wollen Europameister werden im Fußball. Das ist ein völliger Unsinn. Ja, und wenn sich jetzt überlegt, dass ein Ueli Maurer jetzt soll Finanzminister werden soll, hat er immerhin erfolgreich den Erfolg in Wiel geleitet. Mhm. Das ist, glaube ich, seine einzige Managementfähigkeit, die er hat müssen ausweisen musste. Nicht so ganz komplex. Dann läuft es mir halt den Rücken runter. Ich glaube, das gehört zu unserem System, dass wir Leute haben, die auch ganz einen anderen Lebensweg hatten als du und ich, die nachher sehr gute Bundesräte werden können. Ein paar von unseren besten Bundesräte sind nicht Akademiker gewesen. Es geht nicht um Akademiker. Mal, es geht er hat um auch versagt, also hat jetzt 4 Jahre... Eine gewisse Arroganz vom promovierten Ökonom gegenüber jemandem, der im Volk arbeitet. Das geht doch nicht. Er ist gewählt in den Bundesrat. Wir brauchen im Bundesrat nicht Nobelpreisträger, sondern wir brauchen ein paar vernünftige Leute. Und vor allem brauchen wir Leute, die abgestützt sind in der Bevölkerung. Und das war das Problem von der Wittmer-Schlumpf. Gut. Da kannst du den Leistungsausweis noch so lange immer wieder sagen. Und schau, du weißt das auch, Roger, wenn du abtrittst und alle dich so extrem loben, dann kann ja etwas nicht stimmen. Das also muss dir ja wehtun. Nein, es hat mir nicht wehtun. Ich bin total froh, dass das Kapitel jetzt abgeschlossen ist. Und zwar nicht wegen der Wittmer-Schlumpf. Ich habe persönlich keine negative oder positive Haltung zu ihr. Aber sie war ein Problem. Ihre Wahl ist nicht gut verlaufen. Dort hat auch die SVP Fehler gemacht. Vielleicht hätte man darüber diskutieren können. Vielleicht wäre es gut gewesen, sie hätte in der SVP bleiben und der Bruch hätte nie stattgefunden. Gut, aber das hat ja die SVP jetzt verantwortet. Dann hätte sie eine andere Politik gemacht. Schau mal, der Otto Stich, nochmal nach kurzem Punkt. Ja. Der Otto Stich hat das ganz anders gemacht. Der war zuerst extrem unbeliebt in der eigenen Partei, weil er das Gleiche gemacht hat wie mit dem Schlumpf, gegen den Willen der Partei ist er Bundesrat geworden. Nachher hat er aber eine absolut astreine sozialdemokratische Politik gemacht. Deshalb hat das bei sich können versöhnen mit dem. Das ist doch eine wichtige Voraussetzung. Also, hat und Otto Stich ist nachher von den Bürgerlichen nicht gelobt worden, als er abgetreten ist. Gut, also da kann man sagen, also nicht nur Silvia Bloch hat es noch nicht verarbeitet, dass der Christoph Bloch abgewählt wurde, sondern auch noch Markus. Nein. Aber jetzt schauen wir noch, welcher kommt. Die SVP hat ein unglaubliches Personalproblem. Jetzt ist gerade eine Umfrage rausgekommen, 20 Minuten. Wer soll die SVP bringen als Bundesrat? Hast du gehört, wer es war? Soll ich das sagen? Peter Spuhler, Rita Fuhr, Nathalie Rickli. Alle von denen sagen nein. Das heisst, die wir kennen oder die bekannt sind, die würde man wählen, die kommen aber alle nicht. Und da kommen irgendwelche No-Names, die jetzt da rumgeboten werden, offenbar 10. Und was passiert mit denen? Es passiert gar nichts und das finde ich skandalös. Die SVP, die sogar eine Initiative gemacht hat für die Volkswahl, müsste jetzt sagen, wir wollen die mindestens in der Öffentlichkeit präsentieren. Wird das passieren? Nein, alles hinter verschlossenen Türen. Keine Hearings, also öffentliche Hearings, wo man kann wissen, was gesagt wird. Oder auch in der Presse, dass man die kennenlernen kann. Und da möchte ich jetzt an dich appellieren, dass du sagst, unsere SVP-Kandidaten sollten sich Interviews stellen in der Presse und im Fernsehen, dass sich die Leute im Volk, der Souverän, wie wir immer sagen, vorher können Meinung bilden erstens, über die Leute. Was heisst da unsere? Ich bin nicht bei der SVP. Ja, du bist bei der Blocherseite. Nein, das hat nichts miteinander zu tun. Ich bin bei der FDP, sind nicht meine Kandidaten. Deshalb ist ja nicht aber was Problem. Haltest du von dem Thema? Ich finde, öffentliche Hearings, muss ich dir sagen, das finde ich eine gute Idee. Ja. Finde ich sehr gute aber Idee. Da ist das nicht aber institutionell. Das hat noch nie eine Partei gemacht, muss ich sehen. Das ist aber nicht üblich. Aber die SVP könnte das jetzt machen. Ja, der Wahlkörper ist aber nicht das Volk. Ja, das bedauert ja die SVP. Da können sie mindestens Transparenz herstellen. Ja, aber sie haben ja verloren, die Initiativen. Und deswegen ist das kein Thema mehr. Aber nochmal, einfach die Idee, dass das Volk weiss, was für Leute dann zur Auswahl stehen. Also vor allem, wenn dann die zwei nominiert sind von der SVP, dass die sich stellen. Tu doch da, jetzt hast du eine Gelegenheit, bei offenem Mikrofon, zu sagen,
du möchtest gerne, dass die sich möglichst der Bevölkerung präsentieren, kritisch präsentieren, damit man sich eine Meinung kann bilden. Nein, das finde ich nicht. Das findest du nicht? Nein, das Volk wählt ja die gar nicht. Schau mal, und ich meine, sobald die SVP die Leute bringt, werden die ja so durchleuchtet und es gibt eine öffentliche Diskussion. Also, wir müssen uns gar keine Sorgen machen, das machen wir Journalisten schon. Das glaube ich nicht. Oh, selbstverständlich. Und ich meine, auch die Leute, die jetzt im Gespräch sind, die kennt man ja alle, das stimmt doch gar nicht. Heinz Brand kennt man schon lange, Hannes Germann kennt man schon lange. Aber dem können wir doch mal kritische Fragen stellen. Nicht, das kommt doch auch, musst doch keine Sorgen machen. Also wirklich, also, du bist nicht der Meinung, die sollen sich nicht irgendwelche Interviews stellen? Das ist doch wieder eine, das machen sie ja sowieso, aber das ist doch wieder eine Anbiederung, wenn das Kopfendeckel, das ist ja gar nicht das Volk, das die wählt. Die sollen Hearings machen mit der Partei, dort finde ich sehr wichtig, dass härtere Fragen gestellt werden, dass man schauen kann, sind das gute Kandidaten oder nicht. Aber Roger, ich finde noch eines, da siehst du auch wieder, wie unser System funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir Nobelpreisträger in der Regierung brauchen. Der Schneider Ammann hast du auch nicht gut gekannt, bevor er Bundesrat war. Ja, schau, wie es rausgekommen ist. Didier Burkhalter hast du auch nicht gut gekannt. Nein. Den Bersi hast du tot sicher auch fast nicht gekannt. Das ist doch normal. Für das hast du ja das Parlament. Das Parlament soll die gut aussuchen. Und übrigens, Wittmer Schlumpf hat auch niemand kennengelernt, wo man sie gewählt hat. Nein, aber viele drum, auch nicht gewusst, wer sie ist. Das ist ja normal. Ich schlage ja Verbesserung vor vom Ganzen. Ich finde es eine gute Idee, aber ich glaube nicht, dass jetzt das wir, leider haben wir nicht den Einfluss. Ich finde es eine gute Idee, wenn die öffentlichen Hearings machen, aber gleichzeitig ist es ein bisschen eine Scharade, weil das Volk ist nicht der Wahlkörper. Gut. Christoph Bloch hat ja früher mal gesagt, es ist ja gar nicht wichtig, wer im Bundesrat ist. Viel wichtiger ist ja er als Spezialist bei der Ems-Chemie. Das hat er so lange gesagt, bis er dann nicht Bundesrat werden will, oder? So haben wir alle unsere Widersprüche. Genau. Und so können wir Themen abbügeln. Also, jetzt, wenn wir schauen, wie das aber sich sonst noch ein bisschen präsentiert, ist ja sehr interessant, der Ständeratswahlkampf im Kanton Zürich. Wichtige SPler wie der Daniel Josic und der Mario Fehr votieren für den Rudi Noser und damit gegen den Bastien Giraud, wo ja eigentlich die SP mit den Grünen zusammen haben ja Listenverbindung gehabt. Also da tun sich ja ganz neue Allianzen bilden. Ja gut, aber das ist keine Überraschung. Das ist ja völlig klar. Erstens, Mario Fehr und Daniel Josic sind ja immer schon am rechten Rand von der Sozialdemokratischen Partei, was ich sehr gut finde. Deshalb ist das nicht so eine Überraschung, dass sie ihn freisinnig unterstützen. Immerhin, gegen den Grünen. Nein, und ich meine, es ist doch völlig klar, das ist eben genau das, wer politisch denkt, der denkt nicht in Schönheitswettbewerb, sondern der sagt, was ist für mich das kleinere oder das grössere Übel. Oh. Und aus Sicht von einem Josic ist es wahrscheinlich besser, einen Rudi Noser als Partner zu halten im Ständerat, als der Hans-Uli Vogt. Er muss ja gar keinen Partner haben. Nein, die SVP ist weniger näher als die FDP. Auch wenn die FDP auch noch genug weit weg ist von der SP. Aber da würde ich jetzt auch so machen, als Sozialdemokrat. Jetzt den Bastien Giraud wählen, das finde ich ein Fehler. Und du kannst dich hineinfühlen, weil du bist ja mal Sozialdemokrat gewesen, von Urzeiten und so. Genau, ich kann mich sehr gut in das hineinfühlen. Genau, und Daniel Josic hat ja gesagt, die SP müsste sich mehr gegen Mitte orientieren. Stimmt, das habe ich damals im Tagesanzeiger fast alle zwei Wochen geschrieben. Und sie haben es nie gemacht. Aber jetzt, wo du bei der FDP rechten Flügel bist, jetzt machen sie, also ich will das machen, vor allem, weil auch die Mitte schwächelt, oder? Mhm. Es hat Platz dort, die CVP hat keine Ausstrahlung mehr, BDP auch nicht, Grünliberal ist auf dem Absteigen. Also dort könnte die SP etwas holen, aber wer tritt da dagegen an? Das sind vor allem die Jusos im Kanton Zürich. Mhm. Da haben sie jetzt gerade noch ihren Regierungsrat, Mario Fehr, eingeklagt, worauf er seine Parteimitgliedschaft assistiert hat. Also es gibt Lampen auf der linken Seite nach diesen Wahlen. Also ich finde das sehr richtig von Mario Fehr, wo ich für einen ganz guten Regierungsrat halten, den ich sogar gewählt habe. Ich darf es da sagen. Ich darf es mal mit Erlaubnis sagen. Von wem? Ich meine, du siehst doch, ich brauche nie eine Erlaubnis. Das hast du immer noch nicht gemerkt. Wenn du denkst, ich darf es sagen. Darf ich sagen? Im Gericht von der Öffentlichkeit. Ohne, nein, dass dein Image als... Nein, das Image ist sowieso schon ruiniert. Das spielt keine Rolle. Da kann man machen, was man will. Nein, aber was ich ganz unglaublich wichtig finde, für die SP selber, wie du umgehst mit deiner Jugendabteilung, zeigt, wie reif du als Partei bist. Ich finde es sehr gut, wenn die Jusos total frech sind und die junge SVP muss auch frech sein. Aber es ist völlig klar, dass die Erwachsenen Partei führen und nicht die Jungen. Und die Jusos haben einen absolut überdurchschnittlichen Einfluss bekommen auf die SP. Und das ist ein Problem für die SP, muss ich sagen. Das sieht man. Ich meine, das ist nach wie vor eine der linksten Parteien überhaupt in Europa. Für eine Partei, die so viel Einfluss hat in der Verwaltung, das geht eigentlich nicht.
Mich insbesondere, ich meine, ich finde es eigentlich unglaublich, dass die SP es nicht schafft, dass die User verzichtet auf die Strafanzeige. Ich hätte denen allen mit einem Parteiausschlussverfahren droht. Oh! Das geht doch nein, nicht! Nein, hallo, aber jetzt. Da würde ich richtig sagst, primitiv du, autoritär werden. Das muss man ab und zu. Primitiv autoritär? Wie oft bist du das? Ich finde, wie oft bist du primitiv autoritär in deinem Laden? Primitiv nie autoritär. Schon. Nein, das finde ich ganz etwas Wichtiges. Also, wenn man die Jungen auch irgendwie dazu bringen, dass sie politisch andere erklären, dann müssen sie auch Widerstand können überwinden. Und das geht doch nicht, dass man einen eigenen Regierungsrat so in den Rücken fällt. Aber man kann ja sagen, ich bin jetzt nicht ganz anderer Meinung in dieser Frage wie du, aber kann man sagen, die haben eine eigene Meinung, vertreten eine eigene Linie, tragen das auch offen aus. Das haben unsere Kinder. Und das muss man können aushalten. Nein, dann heisst es mal, jetzt ist aber fertig, jetzt gehen wir ins Bett. Jetzt gehen wir ins Bett. Juso, jetzt ist 8, jetzt ins Bett. Was ist das für eine Arroganz? Das ist primitiv. Nein, das ist ein Kindergarten. Primitiv autoritär. Eine Kindergartenpartei, die so weit gehen lässt, dass ein Mario Fehr nachher eine Strafanzeige muss gewärtigen von den eigenen Leuten. Das kommt doch nicht in Frage. Das geht doch nicht. Aber man kann nicht so reagieren. Aber du bist eben genau da, wo primitiv autoritär. Primitiv autoritär und du bist soft und tolerant. Gut, dann kommen wir gerade zum nächsten Thema. Primitiv und autoritär, Putin und Syrien. Mhm. Der Putin ist vor einiger Zeit am Katzentisch gesessen beim G8. Ja. Ist der Loser gewesen, hat das in der Ostukraine nicht richtig angebracht, ist irgendwie stecken geblieben. Und jetzt ist er reingestochen in Syrien. Er hat sich auf die Seite von Assad hat er sich gestellt, damit auf die Seite von Iran. Und plötzlich ist er der Player dort. Und die Amerikaner, die seit anderthalb Jahren dort bombardieren, gegen IS etc., die stehen ein bisschen am Berg, haben jetzt gesagt, weniger als 50 Leute, so ein bisschen Special Forces, Delta Forces, tun wir dort einsetzen. Und das wirkt alles so halbpatzig. Das heisst, irgendwie die brutale Konsequenz, Putin hat irgendwie die, sagen wir mal, mindestens Propagandaschlag gegen den zurückhaltenden Obama gewonnen. Also ich glaube, es geht viel weiter. Es ist nicht nur eine Propagandaschlacht. Oder? Ich meine, der Putin hat jetzt das geschafft, was die Russen seit den 70 Jahren nicht mehr geschafft haben. Er ist wieder präsent im Nahen Osten. Er ist präsent als Militärmacht. Ja, und er ist ein Player im Nahen Osten. Israel muss sich vorsehen, Iran reibt sich die Hände und der Westen schaut zu. Es ist meiner Meinung nach eine ganz schwierige und ganz gefährliche Situation. Vielleicht noch schnell, weil du gesagt hast, autoritär primitiv, dass ich das auch mal eins loswerden kann. Ich habe 0,0 Sympathie mit dem Putin. Ich halte ihn für einen autoritären, undemokratischen Herrscher. Bin aber nicht ganz überrascht, weil ich die Geschichte von Russland auch kenne. Bei Russland muss man sich einfach nie Illusionen machen. Und die Leute, und da hat Obama dazugehört, die das Gefühl hatten, wir können einfach einen Reset drücken und dann sei es mit Russland wieder friedlich. Und man dürfe einseitig abrüsten und in Polen und in Tschechoslowakei, in Tschechien die Raketen abbauen. Und dann sagt der Putin plötzlich ganz in Liebe, die sehen sich getäuscht. Und das ist ein bisschen rein wie die Juso. Ein Putin reagiert nicht auf gute Worte und gute Argumente. Ein Putin reagiert am Schluss auf Gewalt. Einfach so. Er übt sie aus, er hat keine guten Worte bekommen. Der Obama hat ihn sogar als Regionalmacht hat er ihn beleidigt. Und jetzt ist er dort, sitzt am Tisch. Ja, 17 Nationen sind dort gewesen, inklusive Iran und Saudi-Arabien und Türkei und Europa und Russland und Amerika. Und jetzt heisst es, jetzt redet man darüber und will diplomatisch Lösung anbringen und alles deutet darauf ein, das ist doch einfach leeres Geschwätz, weil entschieden wird doch das auf dem Boden dort. Ja sicher, und ich meine, nur schnell zum Obama, ich meine, der Obama hat, wo der Putin in die Ukraine eingedrungen ist, hat Obama gesagt, das sei total falsch und das sei nicht not very smart. Nachher hat er gesagt, in Syrien he's doomed to fail. Ich meine, jemand, der wie der Obama so oft sich täuscht und so oft grosssprecherisch Prognosen macht und nachher wird er wieder leitet die Realität und muss nachher, ich meine, Putin hat er ja im Prinzip jetzt schon wieder gegadelt. Der muss jetzt im Prinzip schon mit einem Putin am gleichen Tisch sitzen und über das verhandeln. Ich meine, das ist eine der grössten Niederlagen, die die Amerikaner haben. Aber ist es nicht so, dass der, der brutaler ist, der konsequenter ist, eben gönnt und der, der versucht, auch noch andere Prinzipien anzuschauen und ein bisschen zurückbuchstabieren und man hat immer noch den Irakkrieg und Afghanistankrieg hat man in den Knochen und hat das Gefühl, man will eben keine amerikanischen Soldaten dort anstellen. No boots on the ground. Dass der einfach der Loser ist und einfach der Brutale, der ist der Sieger in so einer Situation. Ja, aber wenn du die grösste Supermacht bist von der Welt, mit immer noch der grössten Armee von der Welt, dann kannst du nicht so auftreten, wie die Amerikaner das gemacht haben. Also hättest du gefordert, die müssten einmarschieren? Nein, aber wenigstens deutlich machen, dass sie es ernst meinen. Also wenn du am Assad sagst, there is a red line und nachher tut er die red line überschritt und dann passiert nichts, dann bist du einfach tot. Das ist nicht dann so schön. Dann bist du als Politiker weg. Jetzt bei Putin genau gleich. Ich meine, was haben die Amerikaner ausgerufen wegen Krim und Ukraine?
Und es ist nie etwas passiert. Sie haben Sanktionen gemacht und die halten es durch und die tun Russland weh. Die tun ganz weh. Iran haben Sanktionen gemacht. Iran hat es weh. Und richtig Russland Sanktionen. Auch. Nein, man hat immer gesagt, Sanktionen nützen nichts. Russland und Iran. Südafrika hat es nie etwas genützt, wie zum Beispiel die Deutschen und Schweizer immer geschaut haben, dass Südafrika nicht weitergeht. Du musst mal schauen. Der Preis, den Putin fordern wird, wenn er da irgendwie zu einer Lösung anbietet in Syrien, Aufhebung oder Lockerung der Sanktionen. Das ist meiner Meinung nach der ganze Hintergrund. Nein, er wird viel mehr. Ja. Ich meine, Syrien, schau mal, er hat jetzt gemerkt, ich destabilisiere Syrien und der Nahen Osten, die Europäer haben ein riesen Problem mit den Flüchtlingen. Wir sind ja völlig erpressbar geworden durch den Putin. Der Putin ist jetzt der, der nachher kann sagen kann, kommen wir noch Flüchtlinge oder kommen wir nicht Flüchtlinge. Wir werden noch so weit gehen, musst du dann schauen, wie Angela Merkel noch am Schluss plötzlich sagt, Assad, können wir lassen. Es geht meiner Meinung nach um viel, viel mehr. Also es ist ganz, ganz schlimm, da sind wir beim dritten Thema. Flüchtlinge, wir sind jetzt wirklich in den Händen von einem Putin, einerseits, aber auch von einem Erdogan, der gestern ja die Wahlen gewonnen hat, hat absolute Mehrheit geholt. In der Türkei und in Deutschland einen riesigen Streit mal zwischen CDU und CSU, sogar das Ultimatum vom CSU-Chef Seehofer, Merkel. Bis gestern Abend, 12 Stunden, haben sie verhandelt. Die SPD ist rausgelaufen, am Schluss ist rausgekommen, ein 7-Punkte-Programm. Die zwei wichtigsten, kein Familiennachzug innerhalb von 2 Jahren und sogenannte Transitzone, was Merkel bisher abgelehnt hat. Die SPD ist dagegen und sie sagt, wir wollen Einreisezentren. Und man hat das Gefühl, man taumelt da irgendeiner Lösung entgegen, ohne dass man überhaupt weiss, ob das etwas nützen tut oder was die Transitzone sollen bewirken oder wie sie aussehen. Oder weißt du das? Nein, aber ich glaube, du hast das Wichtige gesagt. Merkel ist ja eigentlich selber nicht begeistert von diesen Transitzonen. Deshalb wird das nicht funktionieren. Das Problem in Deutschland ist doch, dass die oberste Chefin, dass die Bundeskanzlerin den Eindruck zumindest erweckt hat, alle können kommen. Und wir schaffen das. Und da kann sie nicht mehr zurück von dem. Wenn man Transitzonen bringt. Aber dort, was ist in diesen Transitzonen? Das Beispiel von Transitzonen ist das, was am Flughafen ist. Nur dann fliegen ja die Leute ein, die können dann dort gepackt werden. Nur am Boden ist es natürlich ganz anders. A, grössere Mengen. B, die können links oder rechts dort rumlaufen und so. Und niemand weiss, wie man das machen will. Uli Maurer hat gestern so ein bisschen Grossprecher, ist fast schon wieder in seiner Nase gesagt, wir müssen dann die Grenzkontrolle verbessern. Wie man das machen soll, was das für einen Aufwand bringt, wie man das kann überhaupt bewältigen. Weil das Einzige, was bis jetzt funktioniert in diesem Zusammenhang, ist, was der Orban gemacht hat, Stacheldraht ums Ganze herum. Also Roger, erstens einmal, Grenzkontrollen haben bis vor kurzem in Europa 100 Jahre lang funktioniert. Das ist nicht so schwierig, Grenzkontrollen wieder einzuführen. Natürlich ist es jetzt schwieriger, weil man so einen unglaublichen Andrang hat. Aber grundsätzlich glaube ich, wir werden sehen, dass da wieder Mauern gebaut werden. Da bin ich Mauern? Sicher. Ich meine, die Deutschen, wenn du sagst, das mit der Transitzone, das kommt. Da bin ich absolut überzeugt, sie können gar nicht anders. Sie müssen anfangen, machen. Du kannst nicht einfach hunderttausende Leute reinlassen und nicht schauen, sind das wirklich Asylbewerber oder wirklich echte Flüchtlinge oder sind das Leute, die eben aus wirtschaftlichen Gründen kommen. Das kannst du nicht mehr machen. Sie muss sie eine Triage machen. Das aber erste. Gut, nachher hast du das Problem, was du sagst. Sie laufen irgendwo noch einander stören über die grüne Grenze. Also was machst du denn? Dann tust du die grüne Grenze kontrollieren. Und wie? Machst du einen Zaun und einen Stacheldraht? Zuerst machen sie das mit Grenzwächtern, gut. Dann machen sie das mit Polizei. Funktioniert wahrscheinlich alles nicht. Natürlich funktioniert. Das Paradies verschleppen wird das sein. Aber nur zum sagen, wie tut man da entscheiden? Man tut ja vor allem schauen, jetzt in Deutschland kommen die aus sogenannten sicheren Herkunftsländern. Das sind jetzt im Moment 7%. 93% von diesen Flüchtlingen, die kommen, sind aus nicht sicheren Herkunftsländern. Also würde die Transitzone gar nicht bringen. Also ein grosser Teil der Flüchtlinge kommt natürlich aus der Türkei. Und die Türkei ist ein Land, das jetzt Wert darauf legt, dass sie wieder als sicheres Herkunftsland gelten in Deutschland. Aber sind keine Türken? Nein, das ist klar, dass nicht Türken sind. Aber wenn du als Flüchtling in der Türkei bist, bist du nicht mehr bedroht. Gut, also das hat ja der Edmund Stoiber gestern Abend in der Sendung von Günther Jauch zum grossen Erstaunen von allen gesagt, ja, wenn dann die aus einem sicheren Herkunftsland kommen, also vor allem aus Österreich, dann können sie nicht mehr kommen. Also, stimmt. Dann macht man Grenzen zu bei Deutschland. Sicher, dann sagt Österreich das Gleiche. Ja. Und dann sagt das Slowenien. Ja. Und dann sagt das nachher Kroatien. Dann Griechenland und dann Türkei. Es wird aber, also ich bin absolut und überzeugt, das soll so funktionieren. Ja, sicher, weil alles andere funktioniert ja nicht. Aber das heisst, wir haben ein Europa der Mauern, werden wir haben.
Ja. Eine Mauer nach der anderen. Und immer wenn die wieder mit Schlepper und so über eine Mauer reingehen. Hast du das Gefühl? Wir haben in Amerika einen Zaun, wir haben in Israel einen Zaun. Hey, ich glaube das ja. Ich glaube, das wird Zukunft sein. Das ist ein eine andere Situation. In Amerika ist es eine ganz ähnliche Situation. Ganz eine ähnliche Situation. Du hast eine sehr lange Grenze zu Mexiko. Wir haben den Zaun nicht. Donald Trump will den bauen und will den Mexikanern zahlen lassen für das. Ja, aber nein, die haben das gar nicht. Aber es ist eine Grenze, die ganz anders kontrolliert wird als zur Zeit bei uns, die Aussengrenze von Schengen. Aber das sind ja ganz klar dort keine Flüchtlinge, die kommen aus Bürgerkriegsländern. Natürlich nicht. Das ist eine ganz andere Situation. Also darum ist der Vergleich doof. Nein, ist nicht doof. Das grosse Problem, das wir haben, ist ja nicht, dass wir nur einfach Bürgerkriegsflüchtlinge haben, wo wir alle würden sagen, ja, das ist gut. Würden alle sagen? Du nicht. Letztes Mal hast du gesagt, die willst du nicht haben. Und die Bemerkung ist mir irgendwie noch im Kopf rumgeschlagen. Wenn die das kommen, die da kommen, dann werde ich mit meinen Kindern nach Amerika auswählen. Gut, da gibt es noch andere Gründe. Ist irgendwie in der Essenz eine rassistische Bemerkung gewesen? Nein, überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht rassistisch. Mal, du willst sagen, wenn die Leute kommen... Nein, nicht die Leute. Das hat nichts mit ihrer Rasse oder Herkunft zu tun. Oder mit ihrer Religion. Mit ihren Werten zu tun, die sie vertreten. Und wenn ich sehe, dass sehr viele von diesen Leuten finden, zum Beispiel eine Demokratie ist nicht unbedingt nötig. Hast du sie gefragt? Ja, sicher. Aber die sind ja davon gelaufen, weil sie vom IS und vom Assad, die einen sind islamische Terroristen und Fundamentalisten, der andere ein brutaler Diktator. Mhm. Der Aufstand in Syrien war unter anderem ein Aufstand für Demokratie. Von dem sind sie davon gelaufen. Das tut dich jetzt überhaupt nicht irgendwie belasten. Du hast das Gefühl, wir können ganz unbeschränkt muslimische Bevölkerung absorbieren. Das ist kein Problem, auch wenn die völlig andere Vorstellungen haben, wie man so leben soll. Ich weiss nicht, wie man es machen würde. In einigermaßen angenehmer oder akzeptabler Form. Sicher nicht mit dem, was du jetzt offenbar postulierst. Ja, aber du musst doch irgendwann Nein sagen. Aber du sagst, wir nehmen Bürgerkriegsflüchtlinge auf und dann sagst du gleichzeitig, wir können sie nicht aufnehmen. Mal, du musst einfach bei Bürgerkriegsflüchtlingen, mal, die finde ich wirklich aufnehmen, aber du musst dort wirklich sicherstellen, dass sie wieder zurückgehen, wenn der Krieg vorbei ist. Ja, das gut. Ist wirklich wichtig. Okay, aber das kannst du schon machen. Aber der Test ist dann erst vielleicht in 5 oder 10 Jahren. Ja, und vor allem ist es sehr schwierig. Die Erfahrungen vom Bosnienkrieg sind eben nicht so, dass sehr viele nachher wieder zurückgehen. Das ist ein Riesenproblem. Das ist auch ein Dilemma. Ist das ein grosses Problem für die Schweiz? Hast du das Gefühl? Noch nicht. Für die Schweiz ist es das Problem. Die Bosnien-Flüchtlinge und die aus Kosovo ist schon ein Problem geworden. Ist es ein Riesenproblem? Ja, gut. Wir haben immerhin eine Nationalmannschaft. Oder besser sogar zwei. Das ist ja, wenn es nur eine Nationalmannschaft ist, das ist nicht zu helfen. Nein, aber ich meine, die Albaner sind da ganz andere Leute als jetzt irgendwie islamistische Syrer. Ich habe von denen Angst. Ich habe von denen wirklich Angst. Syrien ist nie ein islamistisches Land. Es ist ein laizistisches Land. Syrien ist eigentlich Quelle. Also, wenn man zurückschaut, Quellen von der Demokratie, von der Urbanität, vom Christentum ist ja dort gegründet worden. Die, die Demokraten sind in Syrien, sind Christen. 10% von denen sind Christen gewesen, und die anderen, und auch sogar der Assad ist nie ein Islamist gewesen. Eben. Aber die grosse Mehrheit von Leuten sind nicht Islamisten, aber sie sind Muslime. Und also Muslime haben sich bis jetzt, das haben wir das letzte Mal auch schon diskutiert, kannst Frankreich anschauen, kannst Holland anschauen, kannst England anschauen. Überall ist das eine Gruppe, die sehr schwer zu integrieren ist. Also man hat immerhin 4 Millionen Türken in Deutschland und die sind im grössten Teil gut integriert. Dunkel. Aber okay, einfach nur noch mal festhalten, du bist für Mauern, überall, bis zurück in die Türkei. Ja, mal. Nein, schau mal, das finde ich nicht fair. Was hast du denn gesagt? Ich habe gesagt, wir werden es einfach erleben, dass das kommt. Okay. Weil du wirst keine andere Wahl haben. Du wirst keine andere Wahl haben. Ich bin absolut der Meinung, es würde schon sehr viel helfen, wenn man Grenzen wieder normal kontrollieren würde in ganz Europa. Schengen ist ein Problem. Schengen ist deswegen ein Problem, weil du musst nur auf Griechenland kommen. Und dann bist du schon im Schengen-Raum. Ja, aber das wird jetzt ja geändert. Die Griechen haben null Anreiz, die Grenzen zu kontrollieren. Aber das wird ja jetzt geändert mit diesen Transitzonen. Dann wird ja überall an der österreichischen, slowenischen Grenze wird kontrolliert, an der deutschen, österreichischen Grenze wird kontrolliert. Es wäre viel, viel einfacher, alle die Länder in Europa würden wieder so Grenzen einführen wie vor 10 Jahren. Hätte nichts geändert. Natürlich. Es hätte nichts geändert. Weil denn, wenn du in Griechenland bist, bist du noch nie nicht. Dann musst du noch durch 5 andere Länder durchkommen. Eben, dann würdest du dort einen Zaun machen, überall. Aber du musst deinen Pass zeigen und erklären, warum du da bist. Was machst du, wenn da 10'000 Leute am Schalter stehen? Es wären gar nie so viel gekommen, die nicht gewusst hätten, dass es so einfach ist. Nein, aber die Not ist eben einfach so gross. Und das die Not ist seit 4 Jahren so gross und plötzlich ist sie jetzt ausgebrochen. Ja, irgendwann einmal ist einfach genug, wo du dann einfach die Hoffnung verlierst. Weil die Türken ihre Politik geändert haben. Das kommt dazu. Die haben da natürlich auf diese Art und Weise natürlich den Deckel weggenommen. Also, wir werden über das noch öfters müssen reden und wollen schauen, was sich da entwickelt in Deutschland, wie das wird auswirken. Auch auf die Schweiz, eben, wenn die Transitzonen kommen, wie es jetzt im Moment scheint, das ist ein Thema, das uns
wirklich noch sehr, sehr stark beschäftigt wird. Heute Abend übrigens ein Hinweis, Sendung Schawinski, der Xavier Koller, hat gerade einen Erfolgsfilm im Kino, und zwar der erfolgreichste Schweizer Film von der letzten Jahr, Schellenhusli, und er ist der einzige Schweizer Oscar-Preisträger gewesen, und zwar mit einem Film genau zu dem Thema Reise der Hoffnung, nämlich Flüchtlinge, die über die Alpen in die Schweiz kommen, mit tragischem Ausgang, ein Bub stirbt in einem Schneesturm, etwas, was wahrscheinlich leider auch in diesem Winter wird passieren. Die Frage ist, wie geht er mit dem um? Hat er einen Folgefilm vor? Oder setzt er jetzt mit 71 Jahren lieber auf Märli und Kinderfilm, weil das vielleicht ein bisschen angenehmer ist? Das heute Abend in dieser Sendung am 5 vor 11 im Schweizer Fernsehen. Danke dir vielmals, Markus. Wir sehen uns am nächsten Montag wieder und dir wünsche ich eine gute Woche. Jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1. Ich wünsche Ihnen auch einen ganz schönen Abend. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.